Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Weiter geht's mit unserem Minispielchen. Und zwar, was haben wir schon gemacht? Wir können, wenn ich unser Spiel, so wie wir es im Moment haben, nochmal starte, dann können wir unser Schneckchen bewegen und das verschwindet jetzt eben nicht mehr. Ich habe jetzt schon mal die Leertaste wieder gedrückt, damit das ein bisschen sich flotter bewegt, so und so weiter und so weiter. Aber das ist ja schön, da können wir jetzt also unsere Schnecke bewegen, die Schnecke verschwindet nicht mehr, aber so richtige Interaktion ist noch nicht drin. Deshalb müssen wir das jetzt ändern. Und das machen wir gleich, wenn meine doofe Rübe weg ist. Moment. So, jetzt ist sie weg. Okay, wir stoppen das Spiel wieder. Und wie gesagt, wieder euer Projekt aufmachen. Und was machen wir jetzt? Wir kümmern uns jetzt um die Salate. Und zwar bekommen unsere Salate jetzt ebenfalls einen Box Collider 2D. Das machen wir jetzt mal. Das machen wir gleich für alle vier, die da sind. Also, bom, bom, bom. Dann markieren wir alle vier auf der linken Seite in der Hierarchy und sagen Add Component und machen Box Collider 2D. So, und das sieht man auch schon, ne, mit diesem gelben Ringchen, so Ringchen, mit dem gelben Rahmen sieht man, jawohl, so sieht der Box Collider aus. Man könnte den jetzt ein bisschen kleiner machen. Moment, 0,6. Angenommen, ich würde den jetzt 0,3 machen, dann sieht man, ups, ein bisschen kleiner. Machen wir jetzt aber nicht. 0,6 passt eigentlich. Wir könnten das aber bei unserem Schneckchen so machen. Und das machen wir auch gleich. Eine Sache müssen wir noch machen. Oh, jetzt habe ich es nicht mehr. Habe ich es wieder deselektiert. Wir selektieren nochmal alle Salätchen. Und setzen ist Trigger. Das ist ganz wichtig. So, und jetzt gehen wir zu unserem Salätchen. Und zu unserem Schneckchen. Und da guckt man, wenn wir jetzt da nach dem Box Collider uns angucken, dann ist der Collider, naja, ich mache es ein bisschen größer, naja, ne? Naja, der ist jetzt so, also wenn die mit dem Fühler reinlaufen würde in den Salat, würde das auch als Kollision erkannt werden, wenn wir dazu was programmieren. Und es ist aber doof. Ich finde, dass es reichen würde, wenn das so bei der Rübe so aufhört. So. Oder vielleicht sogar bei der Augenhöhe. Deshalb werden wir den Box Collider jetzt hier ein bisschen anpassen. Schaut mal her, das machen wir einfach so, indem wir die Größe, die Y-Size ein bisschen verändern. So, dann wird es natürlich mittig zusammengeschoben. Das macht aber nichts, weil, also ihr seht wieder, ich gehe auf dieses, ne, Y und drücke mit der linken Maustaste und wenn ich dann bewege, darf ich, dann verändert sich das beim Runterfahren. Ich kann jetzt also links wieder gucken bei der Schnecke und sehe, stelle fest, näher, bisschen höher könnte es vielleicht schon sein, so. Bisschen dicker, ich mache es noch ein bisschen. Ja, so. Ja, so vielleicht, ne? Genau. Wunderbar. Da wir im Moment eh nur die eine Schnecke laufen lassen, würde ich es bei den anderen das jetzt nicht machen. So. Okay. Aber im Moment reagiert das Ding ja noch gar nicht auf Kollisionen. Das müssen wir mit ein bisschen Code machen und mit relativ wenig Code müssen wir das machen. Vorher müssen wir aber noch mal ein bisschen was verändern bei den Salaten. Ich markiere wieder alle vier Salate, damit wir es bei allen haben. Ich meine, ich hätte natürlich auch einen Salat machen können und den nachher kopieren, aber jetzt haben wir halt schon mal unsere vier Salate. Was soll's. Okay. Wir haben hier unseren Box Collider 2D. Und wir haben links oben bei dem Inspektor haben wir was, das nennt sich Tag. Und das brauchen wir jetzt nachher. Wir müssen diesen Salaten ein bestimmtes Merkmal, einen Tag zuordnen, ein Erkennungsmerkmal. Und dieses Erkennungsmerkmal müssen wir erstmal anlegen. Ich würde das Erkennungsmerkmal ganz kreativ, aber einigermaßen instruktiv, Salad nennen. Das heißt also, egal wie viele Salate wir haben, die haben alle das Erkennungsmerkmal dann Salat, Salad. Um das anzulegen, muss ich also einmal auf diesen Pfeil da klicken, gehe nach unten und sage Add Tag. List ist empty, weil wir noch keine angelegt haben. Machen, gehen einmal auf Plus und sagen Salad, saven das, müssen jetzt leider nochmal das Ganze hier markieren und können jetzt Salad auswählen. So, ich
guck mal, wenn ich es jetzt einzeln anklicke, jawohl, man sieht also bei allen Salaten, haben wir hier das, den Tag Salad. Wunderbar, das brauchen wir. Okay, und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Puh, das wird ein kurzes Video, wenn ich nicht noch ins Plaudern komme. Und zwar müssen wir jetzt noch ein bisschen coden. Aber das Coden hält sich für dieses Video auch wieder in Grenzen. Und das wird sich dann bei dem nächsten Video ein bisschen ändern. Aber bei dem Video können wir noch ganz entspannt bleiben. Wir machen also wieder unser Skript auf. Nebenbei, ich könnte das Skript auch hier doppelklicken. Aber ich mag es immer gern da auch, wo es zugeordnet ist. In dem Fall bei der Schnecke. So, auf die drei Böbbeler. Edit Script. Und schon geht das Skript auf. Und jetzt brauchen wir eine neue Funktion. Und diese neue Funktion tun wir ganz am Ende anfügen, also nach dieser Update-Funktion, die also bei jedem Frame aufgerufen wird. Ich will jetzt nicht künstlich Videozeit schinden, aber das sieht doof aus. Ich habe ein bisschen zwei Leerzeilen weg zumindest. Ja, eine und noch eine. So. Da machen wir eine neue Funktion. Und das ist eine, die es schon gibt, die wir einfach, auf die wir uns einfach draufsetzen können. Das nennt sich, das ist eine Void-Funktion. Void heißt, die hat keinen Rückgabewert, die berechnet nichts. Zum Beispiel, wenn ich eine Funktion hätte, berechne Produkt von zwei Zahlen zum Beispiel, oder quadriere eine Zahl, dann würde die ja die Quadratzahl zurückgeben. Hier in dem Fall gibt die gar nichts zurück. Und deshalb heißt die halt Void leer. Und da ist was, was es schon gibt, nämlich on Trigger Enter 2D. So, wenn ich das jetzt auswähle, macht immer gleich die ganze Funktion und sagt gleich, ey, du willst bestimmt auch einen Collider 2D von dem Objekt, was kollidiert hat, und du hast recht, Unity, das wollen wir. Jetzt würde ich aber vorher noch abfragen wollen, deshalb dieser Tag, ob sich bei dem, was da jetzt kollidiert hat, tatsächlich um unseren Salat handelt, weil auf alle anderen Kollisionen soll er nicht reagieren. Also auch eine Kollision mit unseren unsichtbaren Blockern und so weiter und so weiter. Wobei die keine Trigger sind, insofern würden die nicht aufgerufen werden. Aber vielleicht würde bei anderen Spielen, würden die Spiele komplizierter werden, weil verschiedene Objekte, die rumflutschen und wo vielleicht dann schon Kollisionen interessant sind, aber jetzt vielleicht nicht für die Schnecke und so weiter und so weiter. Hier ist es relativ einfach. Trotzdem fragen wir ab, damit ihr es mal gesehen habt, wie das geht, und weil ihr es für, wenn ihr eure eigenen Spiele macht, wahrscheinlich brauchen werdet. Collision gefällt mir überhaupt nicht. Lass es uns doch Other nennen. So, ist ja wurscht, wie wir es nennen. Es muss nur dieser Typ sein. Und los geht's. Also wenn das andere, es würde mit Collision natürlich auch gehen, aber das andere Objekt, mit dem wir kollidiert sind, und zwar das Game Object, und da habe ich die Möglichkeit, die Funktion Compare Tag. Das blendet mir jetzt schon vor, weil du willst bestimmt den Tag vergleichen. Und du hast recht, wieder mal Unity. Da vergleichen wir jetzt, ob der Tag, den wir vorher vergeben haben, Salad ist. Und wenn er Salad ist, dann wäre also diese Funktion Compare Tag True. Das wäre übrigens eine Funktion, die keine Void-Funktion ist, sondern eine boolische Funktion, einen Bool-Rückgabewert hat. Aber wurscht. So, ist True. Das habe ich, glaube ich, hatte ich das woanders schon mal? Ich glaube, das hatte ich schon mal. Genau, mit dem Doppel ist gleich. So, also wenn es sich um einen Salat handelt, ich sage gleich noch was dazu, dann sollen wir reagieren. Lass uns doch einfach mal dazu eine Meldung ausgeben, ob das funktioniert hat. Das mache ich ganz gern bei meinen eigenen kleinen Minispielen und etwas größeren Spielen immer gerne. Und das kann ich mit der Funktion debug.log machen. Da kann ich irgendwas drauf hinschreiben. Dann nenne ich mal Salat erwischt. Juhu. Freude, Freude. Auch das wieder mit einem Semikolon, mit einem Strichpunkt abschließen. Ja, das hatten wir aber schon mal, ne? Bei dem, ja genau, da auch schon mit dem Doppel ist gleich, aber ich sag's nochmal, Doppel ist gleich, wenn man irgendwas vergleicht. Also man vergleicht, ob das wirklich, ist es wirklich true. Also man weist nicht den Wert true zu, sondern sagt, ist denn das tatsächlich, ist es tatsächlich, also wenn ich das vergleiche mit dem Tag Salad, ist es denn true? Wenn ich das schreiben würde, Sulat oder sowas, dann würde das nicht true liefern, sondern false, sondern würde das
nie funktionieren. Jetzt bin ich mal gespannt, apropos funktionieren, ob es wirklich hinhaut. So, ansonsten muss ich eventuell schneiden. Bisher habe ich noch nichts geschnitten. Aber wir wissen es nicht. So, ich da ein bisschen kleiner wieder und verschiebe das. Das ist meine große Stärke mit Drück auf das Mausrädchen. So kann ich überhaupt nicht. Bin ich immer total grobmotorisch, aber einigermaßen hat es funktioniert. So, wir starten. Habe ich gespeichert? Ich habe gespeichert, ne? Ja, habe gespeichert. Wir schauen mal. Jetzt müsste eigentlich, wenn wir hier bei der Konsole anklicken, müsste er, wenn das Schneckchen jetzt in den Salat reinrennt, müsste kommen, Salat erwischt, juhu. Ja, Salat erwischt, juhu. Salat erwischt, juhu. Okay, ihr kennt das Prinzip, ich weiß schon, aber dennoch, lasst mal gucken, ob das mit dem, ja, jetzt wurde erwischt er erstmal den, hat er schon, ne? Ist ganz interessant, hat den dritten Salat erwischt, weil die Collider eben da dann, diese Boxen da schon zusammengestoßen sind. Macht manchmal einen Sinn, wenn ihr jetzt so ein Action-Game habt, dass die User nicht, oder die Benutzer von einem Spiel nicht frustriert sind, dass man den Collider-Box ein bisschen kleiner macht. Vor allem, wenn es darum geht, dass man nicht erwischt werden will, beim Raumschiff abgeschossen werden will zum Beispiel. Da wird sich keiner beschweren, wenn die Collider-Box schön klein ist. Die werden sich sehr schnell beschweren, die User, wenn die Collider-Box ein bisschen zu groß ist. Weil dann sagen, oh, ich bin noch gar nicht getroffen worden und trotzdem habe ich hier einen Treffer jetzt und mein Raumschiff ist explodiert oder ich habe ein Leben verloren. Furchtbar. So. Und jetzt schaut mal, jetzt versuche ich mal an dem anderen mit dem Fühler vorbeizufahren, in der Hoffnung, dass er nicht auslöst, und er löst nicht aus. Geht ein bisschen höher noch. Er löst immer noch halt aus. Doch, jetzt löst er aus. Ah, ne, ist der andere Salat wieder. Ja, zurück. Und jetzt, so, jetzt vielleicht. Immer noch nicht. Und noch ein bisschen höher. Und wahrscheinlich hat er schon längst ausgelöst, oder? Na, jetzt löst er zumindest aus. Das war schon fast alles. Ich würde jetzt aber, weil es ja irgendwie doof ist, da tut sich immer noch nichts. Jetzt habe ich eine Meldung, dass der halt den Salat erwischt hat. Ich würde jetzt gerne als nächsten Schritt mal die Salate zumindest verschwinden lassen. Das werden wir noch ein bisschen hübscher gestalten, glaube ich, in Zukunft. Aber jetzt für den ersten Schritt lassen wir die Salate mal verschwinden. Dazu schauen wir wieder, beenden erstmal das Spiel und schauen wieder in unseren Code und lassen ruhig diese Meldung. Oh, Salat erwischt, habe ich da geschrieben, zu lesen gewesen, Salat erwischt. Da gibt es, ja, da gibt es so, Jupp Heynckes hat auch immer, manchmal ist SCH nicht gesprochen. In manchen Gegenden in Deutschland wird es SCH nicht gesprochen. Die sprechen dann von Männchen anstatt von Menschen. Ich habe da mal, naja, die Geschichte interessiert keinen Menschen. Egal, und ich brauche mich gar nicht beschweren mit meinem furchtbaren fränkischen Dialekt, wie auch immer. Okay, jetzt würde ich gerne eben den Salat unsichtbar machen. Man könnte ihn auch ganz killen. Ich bin immer ein großer Fan davon, das Ding einfach nur unsichtbar zu machen. Ada ist ja das andere Objekt, womit wir kollidiert sind. Game Object. Dann kann ich auf das Game Object von diesem Objekt zugreifen. Und dann gibt es die Funktion Set Active. Und es ist äußerst praktisch. Set Active, das ist wie wenn man, na komm, dann schreibe ich False. Das ist wie wenn man im Inspektor das Häkchen links oben macht, zeige ich euch gleich. Und das kann man aber auch softwareseitig machen. Und jetzt sage ich eben so, macht den einfach nicht aktiv, dass er verschwindet. Das war's dann auch schon. Wir speichern nochmal. Und gehen wir zurück ins Spiel, warten ein bisschen, bis er alles wieder geladen hat. So, und das ist das, was ich gemeint habe. Wir nehmen mal einen von den Salaten, Salat 1, ist der da. Und wenn ich jetzt hier diesen Haken nichts, also wegnehme, das kann ich auch zur Laufzeit im Spiel machen, wenn ich was ausprobieren will, dann verschwindet der. Und das ist genau dieses SetActive. Der ist dann inaktiv. Wenn ich SetActive True wieder machen würde, wäre er wieder da. Okay, jetzt lassen wir mal bei True und starten unser Spielchen nochmal. So, und wenn wir starten, dann werden auch diese ganzen Meldungen von der Konsole wieder gelöscht. Und jetzt, wenn wir, ich mache doch gleich mal den besseren Bewegungsmodus an, indem ich auf die Leertaste drücke. Wenn ich jetzt in meiner Schnecke im, jawohl, im Flitzemodus da entlang donnere, dann zack, na hübsch,
Es hat Salat erwischt und die Salate sind weg. Und bei den Schnecken passiert nichts, logisch, ne? So, genau. Also, was ihr braucht, ist eben bei den Sachen, auf die ihr reagieren wollt, mit eurer Spielfigur, was im Moment ja diese Schnecke ist bei unserem Spiel, da braucht ihr einen Box Collider. Die Salate brauchten für mich jetzt, also für dieses Spiel jetzt keinen Rigid Body, weil wir die ja nicht groß bewegen, die bleiben ja da stehen. Aber die haben einen Box Collider gebraucht und da eben ein Eintrag ist Trigger. Wenn ihr schaut, bei der Schnecke, die einen Rigid Body 2D hat, weil wir die ja bewegen, da ist dieses ist Trigger nicht gesetzt. Ich meine, ich könnte es auch setzen und dann bin ich mir gar nicht sicher, was dann passiert. Na, könnt ihr selber ausprobieren. Es ist mir nicht notwendig, ich glaube, da passiert nichts. Aber eigentlich soll ja nur die Schnecke drauf reagieren, wenn sie auf einen Salat stößt. Das war's. Für dieses Video soll es genug sein. Danke, 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 dass ihr so geduldig wart. Ich freue mich auf euch, wenn es euch gefallen hat, beim nächsten Mal. Tschüss.